Jetzt kommt das nächste Spiel. Nächstes Spiel. Und ich habe viele Vorschläge bekommen im Discord, was ich spielen soll. Aber ihr kennt mich. Ich habe Bock auf trockene Knobelkram. Also ist so trocken, wie es geht. Viele haben da so Supraland, First-Person-Shooter, Rätsel. Nee, trocken, trocken, trocken. Das ist meine Welt. Und deswegen... Und es könnte ein neues Steven Sausage Roll werden. Aber ich habe mich für ein Spiel entschieden. Es kombiniert alles, was ich mag. Trocken, trocken, trocken. Man wird spielerisch knobelig an ein tatsächlich existierendes Wissensfeld herangeführt. Und es ist so trocken wie die Wüste. Und wir spielen Turing Complete. Yep. Turing Complete ist ein Spiel. Ich bin gespannt. So wie ich Turing Complete verstanden habe, geht es darum, einen Computer zu bauen. Und ich hab Bock. Ich hatte schon mega Bock auf Human Resource Machine, wo man so ein bisschen programmieren lernt und so. Und ich glaube, das ist noch ein gutes Stück trockener. Also das ist noch ein gutes Stück. Wow, was schaue ich mir hier gerade an? Aber es ist ein sehr kompaktes Spiel. Sehr kleines Spiel. Das finde ich schon mal gut. Jetzt sagen wir, gehen direkt mal in die Options und machen nicht den alten Kerbal Space Fehler. Sondern allein die Tatsache, dass dieses Spiel Control und Robot Controls hat, ist schon mal geil. Wenn allein das Optionsfenster überzeugt, dann ist es ein gutes Spiel. Window Mode. Aha. Okay. Ich mag den Sound bis jetzt. Important. Wichtig. If your schematic is missing input or output components. Mwah, liebe es bis jetzt schon. Create a new one in the schematics menu in the upper left corner. Okay, das ist wichtig. Gut, dass wir das bis zum Ende gemacht haben. Turing Complete. Es hat was mit Computern zu tun. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht. Warte mal. Turing. Genau, der hat die Maschine gebaut, ne? Der hat diesen großen Rechner gebaut. Alan Turing. Gilt als einer der einflussreichsten Theoretiker der frühen Computerentwicklung und Informatik. Einen großen Teil der theoretischen Grundlage für die moderne Informations- und Computertechnologie. Theoretische Informatik, das ist meine Welt. Also spielerisch. Entwickelte eines der ersten Schachprogramme. Aha. Nach ihm benannt ist der Turing Award. Ich sag mal so, noch habe ich keinen verdient, aber ich glaube, im Laufe dieses Let's Plays wird sich das geben. Ah, und der hat die Enigma entschlüsselt. Ach ja, genau, das war hier Benedict Cumberbatch. Der hat Enigma entschlüsselt. Okay, krass. Das ist ein krasser Typ. Und der hat die Turing-Maschine gebaut. Ein mathematisches Modell der theoretischen Informatik, das eine abstrakte Maschine definiert. Bei diesem Rechenmodell werden nach festgelegten Regeln Manipulationen von Zeichen vorgenommen. Ich glaube, dass in die Richtung geht dieses Spiel. Eine abstrakte Maschine. Merkt euch das. Wir bauen eine abstrakte Maschine. Eine Turing-Maschine repräsentiert einen Algorithmus bzw. ein Programm. Eine Berechnung besteht dabei aus schrittweise Manipulation von Symbolen und Zeichen, die nach bestimmten Regeln auf ein Speicherband geschrieben und auch von dort gelesen werden. Damit beschreibt eine Turing-Maschine eine Funktion, welche Zeichenketten, die anfangs auf dem Band stehen, auf Zeichenketten, die nach Bearbeitung durch die Maschine auf dem Band stehen, abbildet. Großartig. Okay, ich würde sagen, wir starten rein. Turing Complete. Play. Congratulations, you have been abducted. Thanks. We're testing you. Es gibt keine Musik, es gibt gar keine Musik, wirklich null. Kein Sound, gar nichts. Gut, dann müsst ihr mit meinem Atmen zurechtkommen.
A signal flows from the in component to the out component. In the upper left corner under input, there is a green line. Kommt da noch Musik oder gibt's gar nichts? Oh, ist das trocken. Oh, ist das herrlich trocken, oder? Ist das herrlich trocken? Warte mal, wir können eine Sache machen, natürlich. Snakebird Soundtrack. Von übrigens Karl Karjalainen. Das hier ist das. Erkennt ihr es? Oh ja. Oh ja. Oh ja, da sind wir zu Hause. Okay. A signal flows from the in component to the out component. Also ein Signal. Wir haben es hier mit Signalen zu tun. In the upper left corner under input, there is a green icon. Click on it to return the in component off. Notice that the out component is turned off. This is because the signal stopped flowing from the in component. Okay, erster Level. Erster Level geschafft. Oh, jetzt hatten wir kurz was. We are very impressed with how well you completed the last test. Danke. You are probably not a plant. Das hört man gerne. Figure out how the N-end component works. Be sure to figure it out before you complete this level, or you will get stuck the next level. Ah, okay. Wir haben jetzt diese Schnittstelle NAND. Kann ich denn überhaupt irgendwas manipulieren oder ich kann nur aus- und anmachen? Aha, ich verstehe. Ich kann zwei verschiedene Inputs an- und ausmachen. Und der rote geht nur an, wenn einer von beiden an ist. Oder wenn gar nichts an ist. Wofür steht NAND? Es ist entweder oder, aber es geht auch, wenn gar nichts an ist. Not AND. Ah, N-A, not AND. Also, es ist immer an, es sei denn, beide Inputs sind an. Okay. Ich verstehe. Ah, und dieses Signal, das fließt auch nicht, das, der selber erzeugt auch ein Signal sozusagen. Also es ist nicht so, dass das Signal weitergegeben wird, sondern diese Schnittstelle gibt auch selber Signale weiter. Wenn zum Beispiel jetzt gar nichts reinkommt. Es ist nicht wie so ein Fluss. Ich dachte, das ist so wie eine Art Strom. Okay. Not AND. Also N heißt NOT. Aha, und hier haben wir es nochmal abstrakt. Okay, cool. Alles klar. What does the N-AND gate do? Also wenn beides aus ist, dann sagt es ja. Wenn nur eins ans ist, sagt es ja. Nur wenn beide... Ah, das ist das Rätsel. Ich muss die Ausgabe vorhersagen. Check. With this component you can build everything else in your computer. Onwards! Das ist doch mal ein guter Button, oder? Das ist einfach so ein Button, den so ein Spiel braucht. Onwards. Now that you've unlocked the not AND gate, it is time for you to build a circuit. Last level you made the table that described the circuit. In this level you built the circuit that matches table. Das habe ich nicht verstanden. Using not AND gates, build the not gate. Using not AND gate, build not gate. Aha. Also, ich muss ein Circuit, also Schaltkreis vielleicht sowas, ein Schaltkreis bauen, der, wenn er einen Input kriegt, den nicht ausgibt. Und wenn er nichts kriegt, soll er was ausgeben. Also den Input umdrehen. Ah, jetzt muss ich selber einen Schaltkreis bauen. Ah, ich verstehe. Cool, okay. Tick. Next tick. Run ticks. Multiselect. Deselect the component by clicking the background. Ja, das mag ich. Das gefällt mir. Dinge abwählen, wenn man den Hintergrund klickt. Das ist eine meiner Lieblingsfunktionen in jedem Programm. Das mag ich. Das gefällt mir schon mal. So, und jetzt brauche ich meine... Ah, hier. Ah, oh, guck mal, ich kann die bauen. Okay.
Ah, ich verstehe. Und jetzt Tick. Was bedeutet Tick? Tick bedeutet, dass ich sozusagen den Lösungsansatz präsentieren möchte, oder was? Also, ich soll ein Not-Gate konstruieren, also das... Ah, okay, kann ich die wieder löschen? Ah, Rechtsklick ist löschen, Linksklick ist hinzufügen. Ah, super. Sehr intuitiv. Gefällt mir. Also, ich soll jetzt einen Not-Gate machen, also ein Schaltkreis, der das Signal in sein Gegenteil umwandelt. Und als Werkzeug habe ich das Not-And. Das Not-And bedeutet, es gibt nur dann kein Signal weiter, wenn beides ist. Aha, okay. Ah, die kann ich auch bewegen. Ah, das ist cool. Okay, das gefällt mir. Also. Und ich habe aber nur ein Input und nur ein Output. Ah, okay. Aber davon habe ich ganz viele. Und jetzt, also wie kann ich das jetzt bauen? Ich kann jetzt sowas bauen zum Beispiel, oder wie? Ich verstehe. Wie soll das jetzt gehen? Also, wir haben ein Not-And und aus wahrscheinlich mehreren Not-Ands. Ah, ich verstehe. Ah, hier kann ich das umbauen, wie ich will. Also. Ah, und ich kann dasselbe auch den beiden geben? Aha. Also jetzt habe ich, wenn hier grün ist, ist da rot. Aber wenn hier rot ist, ist da grün. Ah, ich verstehe. Dadurch ist es eigentlich schon erfüllt. Wenn an beiden. Und dasselbe Signal kann zweimal kommen. So, und jetzt mache ich Tick. Tick. Ich verstehe. Tick ist die Möglichkeit für mich, meine Lösung zu präsentieren. Onwards! Level Map Colors. Complete available locked. Use Keyboard to pan. Ich pan so weit nach rechts. Ich hab viel zu weit gepannt. Ich pan wieder zurück gerade. Wow! Wow! Dieses Spiel ist riesengroß. Das ist riesengroß. Wow! Achtung, ich pan jetzt wieder zurück nach rechts. Alter, ich bin wahnsinnig weit weg. Wow! Okay, das gefällt mir schon mal richtig gut. Das Menü ist einfach riesengroß. Ich habe gerade gesehen, dass ich das Spiel ändern muss. Turing complete. Komm, spielen wir durch oder heute? Ich find's cool. Also ich habe es noch nicht umrissen natürlich, aber oh, bin ich jetzt nach links gepannt oder nach rechts? Das habe ich vergessen. Muss ich nach links oder rechts pannen? Ich komme nicht mehr zurück. War ich jetzt rechts pannig oder links? Oh nein, ich habe mich verlaufen. Warte, was ist jetzt die klügste Strategie, um wieder zurückzukommen? Ich gehe mal nach links ganz lange. Oh, das ist aber echt blöd, wenn man jetzt nicht weiß. Weil angenommen, ich bin jetzt links vom Menü, dann entferne ich mich noch weiter. Woher weiß ich, wie lange ich mich nach links bewegen soll, bevor ich mich nach rechts bewege? Ich drücke links gerade. Nee, stimmt nicht. Ich habe keine Tastatur. Ich bin dumm, weil ich gerade den Streamtitel geändert habe. Jetzt drücke ich nach links. Ich panne. Ja, da sind wir doch. Okay.
Okay, fuck, das wird lang. Oh nein, das wird lang. CPU Architecture? What? Oh Gott, die Hälfte davon kann ich nicht mehr aussprechen. Okay, let's go. I think the elephant will win the competition. Aber wollen wir mal sehen. Create the circuit that matches the table. Double click on a component to move it together with connected wires. Ah, cool. Okay, wir brauchen einen Schaltkreis. Ah, jetzt haben wir... Ah, ich verstehe. Ach, guck mal. Wir bauen uns immer durch die vorhergehenden Funktionen das nächste auf, weil jetzt haben wir einen Not. Not. Okay. Also, was wollen wir? Wir wollen immer rot, außer... Aber wo ist der zweite Input? Ah, ich verstehe. Der Input hat zwei Hälse. Und die sind nicht immer gleich. Die können natürlich unterschiedlich sein. Okay. Also, der soll immer rot sein, außer beide sind grün. Also das Gegenteil von Not And. Wir wollen And haben eigentlich. Wir wollen And haben. Kann ich dann nicht einfach Not And machen und das dann ins Gegenteil wenden? Beide rot-rot. Nur einer grün-rot. Beide grün-grün. Ja, ich glaube, das ist es. Tick, 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 tick. Ich liebe das mit den Ticks. Das ist ja mega gut. Aber wir haben jetzt nicht... Wir haben jetzt nicht And dazu bekommen. Are aggressive and do not know how to focus. To succeed, you must learn to think logically. Why not destroying things? I was born to think logically. Desired Output. Jetzt haben wir immer rot, außer beide sind rot. Also das Gegenteil. Ist das nicht einfach not... ist das jetzt nicht einfach die Umkehrung davon, dass wir zweimal nicht haben und dann nicht und? Nee, einfach damit sich Leute beschweren, machen wir das jetzt so. Informatik macht Spaß, wir lernen was über Computer. Klappt das? Alles rot, rot? Nee, das klappt überhaupt nicht. Okay, das ist viel zu nervig. Das ist viel zu fucking nervig. Das habe ich nie gehört. All the fruit in the world haben wir nie gehört in Snakebird. Gut, bleibt nur die unerträgliche Stille unserer eigenen Verzweiflung. Dieses Spiel hat keine Musik. Also nichts. Gar nichts. Da sind wir. Sound Volume. Ja, du, können wir gerne ein bisschen hochballern, mein Freund. Das ist alles, was dieses Spiel soundtechnisch zu bieten hat. Ja, gut, dass wir das mit dem Panen auf jeden Fall haben. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, was kann man denn gut hören zu Informatik programmieren? Was kann man gut hören? Vielleicht sowas wie Washing Machine. Sowas? Ist das gut? Ist das was? Okay. Also, wir brauchen
ein Schaltkreis, der immer rot ausgibt, außer wenn nichts kommt. Nur wenn. Ich habe noch nicht das richtige Vokabular, glaube ich. Ist wahrscheinlich einfach an und aus. Oder 1 und 0 oder sowas halt dann für die Informatik-Freaks. Wenn wir haben Not and und Not. Ich bin erstmal fasziniert, wie man die alle verbinden kann. Wenn rot rot kommt, soll grün sein. Wie geht man sowas am besten an? Schaut man sich jedes Set einzeln an? Wenn rot rot ist? Und dann erwartet man einfach, dass es bei den anderen auch klappt? Wir müssen auch eine Methode finden. Also, bei Not End ist es nur bei beiden grün. Das heißt, aber wenn wir das so machen wie gerade... Ach, das geht, man kann die gar nicht direkt anschließen. Das heißt, jetzt haben wir ja, wenn beide grün sind, werden beide rot. Und wenn beide rot sind, gibt der grün aus. So. Also... nee, stimmt. Nee, dann gibt der rot aus. Moment mal. Ihr merkt, ich bin kein Informatiker, ich bin Künstler. Ich komme da, ich brauche eine Weile. Ich brauche eine Weile. Und man kann ja auch erstmal Not und dann nochmal Not machen. Ne? Also einfach mal so aus Spaß. Das geht, es ist ja auch machbar. Es ist ja alles machbar. Das ist ja das Fantastische. Und zwar... Ist interessant, weil ich habe noch nicht das Werkzeug, um an solche Probleme sinnvoll ranzugehen. Wir überlegen uns mal, wie wir das machen könnten. Wenn beides rot ist, soll es grün sein. Das machen wir einfach, indem wir sagen... Wir kehren das um. Ne, warte mal, ich glaube, ich muss Not End nochmal verstehen. Not End gibt immer grün raus, außer er kriegt zweimal grün. Das heißt, das stimmt. Außer er kriegt zwei grün. Und wenn er jetzt zwei rot gibt, macht er auch grün. Das ist ganz schön schwierig. Ich weiß nicht, ob wir zu CPU Architecture überhaupt noch kommen heute. Okay. Falsch und falsch soll wahr sein. Wenn es unterschiedlich ist, rot. Eigentlich kann man es ja so denken. Es soll immer rot sein, außer es kommen zwei rot. Ich weiß nicht, wie man das am besten ausdrückt. Ist das falsch und wahr oder 0 und 1 oder rot und grün? Na gut. Sagen wir, das ist ja gegeben bei Not End. Uns nochmal Not End an. Das wird ja wahrscheinlich dabei sein. So. Jetzt brauchen wir eine Möglichkeit, dass wenn wir Rot und Grün haben, soll Rot kommen. Wie wäre es denn, wenn wir... So geht sowas? Rot... Sowas geht auch. Wir rot und grün haben, rot.
wir grün und grün haben, soll auch rot. Ich glaube, ich bin einfach eher der Frickler, glaube ich. Sowas? Wenn das alles Sinn hätte, was man baut. Ist das ein Steven Sausage Roll Spiel, wo ich einfach schon da beim zweiten rausrenne? Okay, wir müssen das erstmal klären. Immer rot. Also eigentlich... Ich meine, Not End gibt immer rot, außer die. Außer beide grün. So. Vorhin habe ich schon überlegt, wie wir End kriegen. Indem wir einfach Not End nehmen und dahinter... Warte mal, wie war das? Wir haben Not End genommen und dahinter... Not? So, dass wir immer... Ah, diese Waschmaschine ist okay, oder? Kann die Musik wieder laufen? Okay, Chat ist gegen die Waschmaschine. Was haben wir noch? Was könnte man noch sich gut anhören? Sowas wie Cyber Sounds Bits and Bytes. Creative Commons. Ja, Underground Cyberworld. Geil. Love it. Love it. Das ist Neo-Vibes. Vielleicht ein bisschen kurz. 3-Hour Cyberpunk Industrial Dark Synthwave. Royalty free. Let's fucking go! Alle verflixte Klicks-Remixes, dafür haben wir nicht den. Haben wir nicht die Rechte. Yes. Yes. Das brauche ich. Ich brauche das zum Coden. Okay, geil. Geil. okay. Geil. Stark, Leute. Da sind wir drin, Mann. Ich hack mich rein. Ich hack mich rein, Freunde. Ey, Computer sind mein Leben. Computer sind mein Leben. Alles klar. Ich liebe Computer, vor allem Inputs. Ja, aber Outputs sind auch cool. Also, nochmal kurz dazu. Wir haben Not End. Ah ja, hier kann man es immer nochmal ansehen. Not End. Input, Output. Und jetzt müssen wir eigentlich... Ich verstehe nicht, warum ich nicht einfach das umdrehen kann. Warum ich nicht einfach das nehmen kann und das dann einfach umdrehen kann. Weil das hier, die Outputs sind ja genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen eigentlich. Warum... Kann ich das nicht einfach umdrehen? Ach nee, weil ich ein Dödel bin. Weil die nicht einfach umgedreht sind. Ich bin einfach ein Trottel. Ich denke einfach in Farben. Das heißt, wir hätten dann etwas mit Rot. Rot, Grün, Grün, Grün. Nee, wir hätten etwas mit Rot, 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 Grün.
Rot, 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 grün. Das heißt, im Fall von 2 rot. Oh Gott, das wird so nervig nach einer Zeit einfach. Ich hoffe, da kommt nicht irgendwann Werbung. Da muss ich schnell sein. Da muss ich ganz schnell sein. Ah, ich bin schnell. Als Computerprogrammer muss man schnell sein. Sobald ein Grün dabei ist, sollst du rot werden. Sobald ein Grünes dabei ist, sollst du rot werden. Wenn jetzt aber alle Grünen... Not and ist nur dann grün, ist immer grün, es sei denn, es kommt rot rein. Wenn wir jetzt einfach den Input umdrehen, müsste es doch eigentlich klappen, oder nicht? Das habe ich doch vorhin schon probiert. Nee, ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm für das Spiel. Wirklich, ich raff's nicht. Ich versteh's nicht. Ich scheitere in Level 3. Okay, nochmal. Lass mich das mal. Nur um es zu verstehen. Nur um es zu verstehen. Nur um es zu verstehen. Der dreht alles um. Und dann. Beides grün ist. Und wenn wir das jetzt auch nochmal umdrehen. Das stimmt sogar, aber das war jetzt einfach geraten. Das war jetzt wirklich einfach geraten. Stimmt das jetzt? Ja, es stimmt, aber es war einfach geraten. Was haben wir jetzt hier gebaut gerade? Wir haben sowohl den Input umgedreht, als auch das hier umgedreht. Warum ist es was anderes, als wenn wir... Was haben wir denn jetzt gebaut? Wir haben eigentlich ein... wir haben gebaut ein... Was ist der Unterschied zu dem, was wir davor gebaut haben? Davor haben wir ja gebaut ein... Das haben wir davor ja gebaut. Oder? Davor hatten wir gebaut ein... Nur grün, wenn alle grün. Ansonsten immer rot. Also wir haben ein Und gebaut, indem wir hinter das Not And ein Not gebaut haben, haben wir ein Und hingekriegt. Und jetzt haben wir noch vor den Input auch nochmal gedreht und damit haben wir jetzt eine doppelte Umkehrung eines Not And und haben damit ein, wie könnte man das ausdrücken? Wir haben dadurch gebaut ein Not-Not-And. Ein... Okay. Ach, hier oben steht es, ein Nor-Gate. Weder noch. Ah, weder noch. Ich verstehe.
Das heißt, wir haben jetzt Not and End und weder noch. Ah, ich verstehe. Ein weder noch Gate. Ein Gate. Das sagt, weder Input 1 ist grün, noch Input 2 ist grün. Ich glaube, wir müssen irgendwann bessere Begriffe finden für grün und rot. Weil grün und rot ergeben keinen Sinn. Wir können ja ja und nein sagen. Ja und nein. Und wenn wir entweder ein Ja oder das andere Ja bekommen oder beides, dann haben wir, wenn wir weder in ein Ja, weder eins, Input 1 Ja noch Input 2 Ja bekommen. Okay. Verstehe. Okay, jetzt müssen wir es noch durchticken. Tick, 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 tick. Ich verstehe. Onwards! Ich werde schon wieder getestet, wie bei Human Resource Machine damals. Aber ich werde jeden Test bestehen. Very advanced people from the Galactic Civilization. So, jetzt haben wir ein OR Gate. Entweder Input 1 oder Input 2 oder beide. Aber nicht nichts. Also, das hängt ja auch irgendwie mit dem NOR zusammen, oder? NOR und OR. Okay, entweder das eine oder das andere. Wir haben das hier. Ist das nicht sehr ähnlich zu dem, was wir gerade gesehen haben? Das ist jetzt... Oh, ich hoffe, der Anfang ist schwer, danach wird es leichter. Aber ich glaube, man muss einfach mal in diese ganzen Begrifflichkeiten reinkommen, ne? Ein OR-Gate. Entweder das eine oder das andere. Ich verstehe jetzt... ich muss mir erstmal angucken. Wir bauen nochmal unser NOR-Gate und dann schaue ich mir an, was der Unterschied zwischen beiden ist. Ich mach's euch nicht leicht, Freunde. Ich mach's euch nicht leid. So, das ist jetzt ein... Aus... Naja. Und wenn ich das wegnehme? Dann war's... Nichts, nichts. Eines. Beides. Okay, das ist es schon, glaube ich, oder? Ein oder. Lass uns... Ich glaube, das stimmt, oder? Das eine ist an. Beide sind aus. Okay. Das ist ja verrückt. Also, wir haben all das nur mit diesem Not-And-Ding hier gemacht. Lass uns das nochmal angucken. Eine kurze Zusammenfassung. Wir haben ein Not-And. Dann hatten wir ein And. Das bestand aus einem Not-And und einem Not. Wenn ich mich richtig erinnere. Nur wenn beide an sind, geht grün weiter. Ansonsten wird alles wegblockiert. Dann hatten wir als nächstes ein NOR-Gate, das erstmal den Input umgedreht hat und dann das nochmal umgedreht hat. Also das nur grün gegeben hat, wenn beides
beides rot war. Und jetzt haben wir als weiteres ein Ohr. Weg! Leute, ich fühle mich gerade, als würde ich die Geheimnisse des Computers entschlüsseln. Die Musik hilft natürlich. Nee, Moment mal, was war das nochmal? Was war Orgate nochmal? Warte, jetzt habe ich es vergessen. Orgate war jetzt nur am Anfang, glaube ich. Ja, ich meine, das ist ja ganz logisch gesehen alle Möglichkeiten, die man hat. Ah, das ist ja schon verrückt. Also du hast vier verschiedene Möglichkeiten, durch diese beiden Elemente schon zu erzeugen. Nur durch Not and und Not hast du hier einmal Not and. Denn das war and. Das ist nor und das ist or. Verrückt. Warum ist das so? Wir haben Not And und der Output wird einfach gewechselt. Dann wird aus Not And einfach And. Jetzt haben wir, der Input wird geändert, umgewandelt, bevor Not And gecheckt ist. Warum ist das Nor? Weil nur wenn die beiden ursprünglichen... Die beiden ursprünglichen waren... Rot. Also AND mit umgekehrtem Input ist NOR. Warum ist das so? Weil AND heißt nur, wenn beide grün. Und wenn ich die umkehre... Nur wenn beide rot. Neither nor. Und dann habe ich jetzt hier, wenn einer der beiden, das habe ich noch nicht verstanden, wenn einer der beiden, der gibt nur rot aus, wenn er rot, wenn er doppelt grün bekommt. Und grün kriegt er, und er kriegt nur doppelt rot. Nee, er kriegt nur doppelt grün, wenn nichts ist. Okay, verstehe. Also entweder oder bedeutet eigentlich nur, wenn nichts kommt, dann... Ja, das ist, mir fehlt das Vokabular leider. Ich kann das nicht gut ausdrücken. Ich kann das nicht gut ausdrücken. Es ist natürlich... Ja, Signal an, Signal aus. Eigentlich ist es mit Rot und Grün schwierig, weil man denkt immer, dann kommt entweder ein grünes Signal oder ein rotes Signal. Aber ganz so ist es ja nicht. Grün heißt ja überhaupt Signal, Rot heißt kein Signal. Okay, wir gehen es nochmal durch. Wir haben Not And, And, Nor und Or. Or heißt... No, also, ich glaube, Not And müssen wir wirklich einfach drin haben. Not And bedeutet, du gibst immer ein Signal, außer du kriegst zwei Signale. Not And. Immer Signal, es sei denn, du kriegst beide Signale. Wenn man das umdreht, dann sagt man, gib nie ein Signal, außer
du kriegst beide Signale. Das ist dann ein AND. Gib nie ein Signal, außer du kriegst beide Signale. Das ist AND. Nur wenn du beide kriegst. Jetzt dreht man den Input um und jetzt hat man ein Gib nur ein Signal. Ja, ja, okay. Ja, das ist natürlich die Frage. Jetzt muss man das als ganzen Schaltkreis betrachten. Gib nur ein Signal, wenn du kein Signal bekommst. Gib nur ein Signal, wenn du gar kein Signal bekommst. Und OR ist gib immer ein Signal, es sei denn, du bekommst keins. Ich glaube, damit haben wir eigentlich alle Möglichkeiten durch, oder? Wir machen mal tick, 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 tick. Nice. Okay, weiter geht's. Es gibt noch ein Level, ich dachte, wir haben's. Ah, jetzt haben wir die vereinfacht. Okay, ja gut. Create a circuit that is always, gibt immer den Signal weiter. Mhm, alles klar. Bau einen Schaltkreis, der immer das Signal weitergibt. Egal, ob es eins kriegt oder nicht. Okay. Gibt immer grün aus. Gibt immer ein Signal aus, egal ob es eins kriegt oder nicht. Ich denke da an OR, ehrlich gesagt. Weil OR gibt immer grün aus, es sei denn, es kriegt doppelrot. Wie kriegen wir es jetzt hin, dass das nie doppelrot bekommt? Und wir könnten das machen, indem wir sagen, einer wird noch umgedreht, sodass, wenn das rot ist, ein roter ankommt und ein nicht roter. Jetzt haben wir den einzigen Fall, in dem OR rot ausgibt, ausgehebelt, weil er nie zwei rote kriegt. Somit ist es egal, was der Input ist. Er gibt immer aus. Tick, tick, boom, würde ich sagen. Okay, weiter geht's. As you know, these tests culminate in building a functioning computer. Well, I already have a functioning computer. Otherwise, I couldn't play the game. Species that are capable of finishing are considered sentient by law. Oh, das ist doch cool. Das ist doch gut. Output grün on the second tick only. On the second tick only. Oh, okay. Das sind jetzt natürlich neue Begriffe hier. Also er ist... Ah, second tick only. Er ist nur grün, er gibt nur Output, wenn er Output und kein Output. Verstehe. Also der ist eins exklusiv sozusagen. Nur wenn eins und zwei nicht hat. Aha. Ah, okay, jetzt haben wir zwei Inputs. Das heißt, jetzt haben wir wieder so ein Vierer-Ding. Nur auf dem zweiten Input. Also immer rot, außer du kriegst oben ein Grün. Ich muss mich, glaube ich, auch mal räumlich neu gestalten. Also das ist, da soll Grün rausgegeben werden. Man könnte natürlich entweder oder machen, aber dann gibt es auch, wenn es andersrum ist. Vielleicht müssen wir mal anfangen mit einem... Kriegen wir es hin? Warte mal, wir haben ja gerade gebaut. Gib immer grün aus, egal was du bist. Na, das hatten wir ja gerade gebaut. Gib immer grün aus, egal was du bist.
Und wenn wir das jetzt umdrehen und daraus ein machen, gib immer. Warte mal, das war. So. Das war. Gib immer grün aus, egal was du bist. Und. Was ist, wenn wir das jetzt umdrehen? Gib immer rot aus, egal was du bist. Ja, der untere ist immer rot. Und jetzt brauchen wir hier noch ein Endstück, das sagt, werd grün, wenn eins, also sozusagen die Idee ist, wir haben jetzt entweder beides rot oder nur oben grün. Also das ist entweder grün oder rot, das ist nur rot. Und jetzt brauche ich eine Funktion, die mir sagt, gib nur grün weiter, wenn du unterschiedliche Inputs bekommst. Haben wir sowas? Wir haben. Or ist falsch. Weil dann würde er auch rot rausgeben. Nee, warte mal. Wir wollen nur grün, wenn oben grün und nicht unten grün ist. Unten ist jetzt immer rot. Und jetzt brauchen wir noch. Warte mal. Wie geht denn. Aber haben wir das nicht schon? Das gibt nur grün aus, wenn beide rot sind. Können wir denn jetzt nicht hier noch ein Not reinklemmen? Und dann einen Nor hier bauen. Die Idee ist, unten ist immer rot, oben ist grün. Oh, ich verstehe, indem ich jetzt den unten immer rot mache, kann der nicht mehr das ändern. Und dann weiß ich am Ende nicht, ob der unten rot war oder grün. Ich verstehe. Ich glaube, mein Ansatz war komplett falsch. Aber sieht cool aus. Also mir gefällt's. Ich find's cool. Und dass das jetzt halt gerade nicht die richtige Antwort war, liegt halt für mich eher an der Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal hat die richtige Antwort auch einfach die falsche Frage, finde ich. Okay, wir machen es nochmal. Gib nur grün aus, wenn oben grün ist. Und unten nicht grün. Macht man das denn? Also. Wie macht man das? Ich glaube, ich bin eher ein vertikaler Programmierer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich gehe eher in die Höhe. Also, nur wenn das hier der Fall ist, dann gibst du grün aus. Ansonsten immer rot.
End war. Wie funktioniert das? Wie geht das? Was ist hier das Problem? Darf man Backseat Game? Ja, ich glaube, ich werde eh nicht viel in den Chat schauen, oder? Wenn ihr da eh viel formuliert. Auf der anderen Seite, ich check das Spiel noch nicht mal ansatzweise genug, dass ich mit eurem Backseating was anfangen könnte. Also, wir haben verschiedene Operatoren und müssen aus Input, Output den richtigen Output generieren. Gib mir nur grün, wenn oben grün ist. Nicht, wenn unten grün ist. Es ist ja eigentlich... Naja, so schwer ist das nicht. Das ist nett von dir. Danke, dass du das sagst. Aber ich komme trotzdem nicht drauf. Ne, das ist immer so die Sache. Das hilft mir nicht so viel, wenn du sagst, das ist sehr leicht. Dann fällt es mir eher noch schwerer, auf die Lösung zu kommen, weil ich mich dann schlecht fühle, wenn ich nicht auf die Lösung komme. Also gerade wenn jemand ein Problem damit hat, ist es in der Regel nicht so super konstruktiv zu sagen, hey, das Problem, das du hast, das ist eigentlich gar nicht schwer. Weil dann fühlt sich die Person noch schlechter, als sie sich ohnehin schon fühlt, weil sie das Problem nicht lösen kann. Nur mal so als Feedback. Aber gut. Wir schauen mal nach. Oben grün, unten nicht. Also immer rot, es sei denn, oben ist grün. Wie machen wir das? Ich glaube, es ist gut, wenn man mal so ein bisschen was baut und dann mal schaut, was passiert. Und dann kommt man vielleicht schon irgendwie weiter. Mein langjährig geschulter Programmierinstinkt sagt mir, dass wir am Ende... Was ist denn das, was am meisten begrenzt? Eigentlich ist Not End oder Nor ist das, was am meisten begrenzt. Probieren es mal mit Nor. Nor sagt, gib nur grün raus, wenn du beide roten Inputs bekommst. Das bedeutet... Wenn wir das jetzt so machen wollen, heißt das... Na, vielleicht machen wir ein... Vielleicht machen wir ein And. And bedeutet, gib nur grün raus, wenn du zweimal grün bekommst. Von oben ist ja eigentlich leicht. Ja, aber langsam. Aber jetzt müssen wir nur gucken, wie kriegen wir es jetzt hin, dass von unten... nie... grün kommt, oder? Ist das die Lösung? Wenn von unten nie grün kommt... Na, das Problem... Doch, warte mal. Es gibt nur... Wenn von unten immer rot kommt, dann wird es nur dann grün weitergeben, wenn auch von oben grün kommt. Ich habe das Gefühl, wir haben das gerade schon gemacht. Weil das hatten wir ja gerade. Gib immer rot weiter, egal was du bist. Warte mal, ich will es mir nochmal angucken. Manchmal ist es, glaube ich, auch leichter zu verstehen, wenn man es einfach vor sich hat. Gib immer rot, egal was du bist. Da hatten wir ein... Wie war das nochmal? Gib immer rot, egal was du bist, war ein...
entweder oder. Dass noch ein Nein mit drin hatte. Ja. Ja. Wenn wir das jetzt noch verneinen, dann haben wir, du bist immer rot. Ich glaube, das müssen wir auch leider. Du bist immer rot. So. Wir schauen mal. Beides grün? Nein. Nur unten grün? Nein. Nur oben grün? Ja. Beides grün? Nein. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Wir müssen nur den unten immer rot machen und dann ein And. Tick, tick. Oh! Ach, ich bin... Warum bin ich jetzt in einer anderen Ansicht gerade eigentlich? Jetzt bin ich gerade irgendwie rübergerutscht, oder? Ah, das ist das Pan-System, das ich... Ich hab Freunde! Meine Probleme sind mir egal! Mach's gut, ihr Trottel! Was? Ich hab's nicht bestanden, ist mir egal! Ich hau ab! Leute, ich... Ich pan hier weg, Alter! Mach's gut! Oh, wir werden langsamer. Ich werde langsamer. Ich werde langsamer. Aber ich panne immer noch. Ich werde wieder schneller. Oder ist es eine optische Täuschung? Um Gottes Willen. Ciao, Leute. Ich kann auch nach oben? Leute, ich bin sowas von raus. Ich bin sowas von raus. Ich finde mein Rätsel nicht wieder. Ich finde mein Rätsel nie wieder. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Hey, Leute. Ah, ich kann zoomen? Ich kann zoomen? Ey, sag mal, was für riesige Schaltkreise baut man denn hier eigentlich? Ist das so gedacht? Ich finde das nicht mehr. Wie soll ich jemals das Rätsel wiederfinden? Gibt es eine Möglichkeit, zurückzuspringen? Oh, hier ist irgendein Rand. Also heißt es, ich muss hier rein oder was? Ist hier das Spielfeld? Ah, da bin ich! Da bin ich! Ah, zurück zu meinem Scheitern. Na gut. Okay. Also, das klappt nicht, weil es gibt nie grün raus, weil nie der Fall eintritt, dass unten grün ist, weil ich den extra so gebaut habe, damit er nie grün ist. Cool. Können wir mit dem Schwachsinn trotzdem was anfangen? Ja, wir bräuchten jetzt nochmal ein... Gib nur grün raus, wenn du genau einen grünen Input kriegst. Komplett nutzlos ist das nicht, glaube ich. Alles genau das gleiche, was wir vorhin auch schon hatten. Jetzt ein Ohr? Nee. Ja, ja, weil Ohr ist genau das, wo wir waren. Weil ein Ohr gibt nämlich immer weiter, egal was der Output ist. Der müsste jetzt eigentlich auf Rot umschlagen, macht er nicht. Also das ist alles Quatsch.
Der muss schon noch hier unten sensibel sein. Wenn der einfach immer das Signal wegcancelt, dann bringt das nichts. Was muss hier passieren? Hier müsste kommen ein... Nee, wie wär's mit einem... Ich bin noch mal bei AND. Ich bin noch mal bei AND. Aber AND ergibt keinen Sinn, weil dann dürfte ja der unten alleine bestimmen und müsste einmal rot weitergeben und einmal grün. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Der müsste... Warte mal, das ist schon schwierig, ey. Das ist schon schwierig. Also Input 1 gibt grün. Und Input 2 muss jetzt entscheiden, wenn du grün... Hm. Schwierig. Wir brauchen eigentlich ein... Wert grün, wenn nur oben grün ist. Wert grün, wenn nur oben grün ist. Sprich, wenn unten grün ist, musst du blockieren. Und wenn... unten, wenn unten grün ist, musst du blockieren. Warte mal, also das hatten wir ja schon als ganz simples Ding, ne? Das war ja ein... Nee, Moment. Ach, das ist es schon? Achso, ich dachte, das ist viel komplizierter. Okay. Warum klappt das jetzt? Vielleicht stimmt's auch nicht, oder? Nee, stimmt nicht. Warum sagt er denn hier rot? Input 1 grün, Input 2 rot ist doch grün, oder nicht? Ach Gott, der ist gar nicht angeschlossen, der Depp. Ach so, okay, gut, das natürlich. Okay. Techniker, das sind die Ingenieure, das ist nicht mein Problem. Ich mache die Software, ob am Ende der Helikopter fliegt oder nicht, ist mir doch egal. Hauptsache die Software funktioniert. Last level you built a circuit that was green when we were at the second tick. This level built a circuit that is green when we are at the second or third tick. Okay. This is also known as a XOR gate. This level is difficult. So don't be discouraged if you don't get this answer right away. Don't worry, I'm pretty used to not getting answers right away. Okay, also. Wir sollen einen Schaltkreis bauen, der... nur grün rausgibt, wenn er unterschiedlichen Input bekommt. Also grün-rot oder rot-grün. Also ein Mixer, ein Mischer. Ein Mischer. Keine Lust auf Einförmigkeit. Ein bunter Schaltkreis. Bunt ist gut.
Und zwar, wie funktioniert das? Nur wenn er unterschiedliche Inputs kriegt, dann gibt er grün raus. Wenn der gleiche Input stattfindet, dann will er nicht. Okay. Ich denke jetzt an Ohr gerade. Ich denke an Ohr. Aber Ohr gibt eben auch grün, wenn beide grün sind. Gibt es eine Möglichkeit, das sofort zu sortieren? Dass, wenn beide grün sind, er dann nicht springt? Grün, wenn es unterschiedlichen Input gibt. Schauen wir mal, was wir haben. Wir haben NOR AND vom OR und wir haben NOT AND. Wenn sie unterschiedlich sind, dann soll er grün rausgeben. Ja, OR, aber nicht, wenn beide glühen. Wenn beide glühen, dann nicht. Kann man das denn nicht da verknüpfen oder so? Dass man sagt OR. Aber kann man da so Wenn-Dann-Geschichten bauen? Also, dass man jetzt noch so einen zweiten Schaltkreis baut? Und man sagt, wenn beide grün sind, dann machst du irgendwas? Warte mal, wenn beide grün sind, gibst du bitte kein Grün mehr aus. Not and. Nee, das klappt doch nicht, oder? Nee, das ist das Gegenteil von dem, was ich will. Ist einfach immer grün. Das durch. Lass durch. Ist mir egal. Du, ja, rein. Komm. Komm rein da. Du, mir ist das völlig egal. Circular Dependency. Oh, sorry. Entschuldigung, wir haben eine Circular Dependency. Das tut mir aber leid. Das wollte ich aber nicht, dass es eine Circular Dependency gibt. Das ist nicht das, was ich wollte. Nee, das geht natürlich nicht. Circular, das, also sorry. Das, nee, das, da, das schäme ich mich jetzt. Das brauchen wir nicht. Ich finde aber OR immer noch einen guten Anfang. OR ist halt nur das Problem, wenn beide ballern, ballert der auch. Das heißt, die Frage ist jetzt,
Wie vermeiden wir, dass beide ballern? Aber es ist so weichen gehen, oder wie? Das geht? Und wenn ich jetzt... Ja gut, das ergibt wenig Sinn. Okay, ich glaube, Leute, den Level machen wir noch. Wie kriegst du es hin, dass wenn beide ballern, hörst du auf... Ah, das Alien hat gesagt, er ist schwierig. Von daher ist es schwierig. Super schwer. Eigentlich ist es eigentlich ein Wunder, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Ich habe gerade noch keinen Lösungsansatz. Ich würde gerne einmal mir das Problem ein bisschen so ein bigger picture verschaffen. Es gibt schon noch so eine Insel und danach ist einfach Wildnis, ne? Okay. Wir kriegen das hin. Ich schaff das. Ich habe heute Snakebird besiegt. Ich werde auch diesen Computer-Quatsch schaffen. Das kann nicht so schwer sein. Also, vielleicht ist Unsinn. Also, ballern nur, wenn du unterschiedlichen Input bekommst. Ballern nur, wenn du unterschiedlichen Input bekommst. Baller bitte nur, wenn du unterschiedlichen Input bekommst. Ansonsten bitte nicht. Einfach nur, wenn du unterschiedlichen Input bekommst. Ich leg's nochmal hin, ich leg's nochmal hin, ich leg's nochmal hin, ich leg's nochmal hin. Unterschiedlichen Input bekommst. Wie geht das denn? Wie macht man sowas? Wie löst man so ein Problem? Wie geht man das an? Wo ist der Griff? Wo ist der Griff, den man anpacken kann? Um dann zu ziehen. Die Zugkraft ist ja da. Die Kopfkraft ist ja da. Ich hab noch nicht so... Also, oh, fand ich schon mal gut. Und es macht auch Spaß, diese gelben Linien zu ziehen. Von daher bin ich hier schon mal zufrieden. Oh, ist super. Ballert aber halt leider auch, wenn beide an sind. Wenn unterschiedliche sind. Aber nicht, wenn's gleich ist. Wenn's gleich ist. Wenn's gleich ist. Kann ich jetzt nicht so was machen wie... Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was alles überhaupt möglich ist. Also was man da alles macht. Aber ich könnte jetzt, also wenn ich jetzt sage, der ist... grün und der ist grün und das gefällt mir aber nicht. Und ich schalte da sowas rein? Nee, da geht ja gar nichts voran. Da geht ja nur das, okay. Der ist immer weg. Der ärgert mich gerade. Hau du mal ab, Kollege. Nee, hau du mal ganz ab. Nee, ganz runter. Den will ich gerade nicht sehen, einfach. Interessiert mich gerade nicht. Ja, cool. Coole Steuerung. Starke Steuerung.
Entweder der eine. Aber nicht beide. Ich weiß halt nicht, wie man so ein Problem angeht. Ob ich jetzt noch irgendwie einbauen soll, dass wenn beide an sind, dann soll der da irgendwie dazwischen funken oder so? Wenn beide an sind, zum Beispiel, dann wird der hier auch grün. Und wenn ich jetzt sage, der soll immer... Nee, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Obwohl... Was haben wir jetzt? Das ist jetzt ein... Gut. Gut. Warte mal, was haben wir jetzt gerade? Ach so, jetzt habe ich zwei Outputs. Ja, okay, das kann er natürlich nicht erkennen. Grün-Rot. Wenn die gleich sind, dann bitte nicht. Bitte nicht. Ja, der funkt jetzt auch, wenn beide aus sind. Warte mal, wir haben doch hier ein ganz okay Setup, oder? Der ist jetzt unterschiedlich, wenn es unterschiedlich ist. Und gleich, wenn es gleich ist. Wir haben jetzt, ich glaube, ich habe einfach nur den Input nachgebaut, oder? Nee, ich habe halb den Input nachgebaut. Was habe ich hier gerade gebaut? Wenn beides aus ist, ist beides aus. Wenn beides an ist, ist beides an. Wenn nur eins an ist, ist nur eins an. Und wenn nur eins an ist, ist nur eins an. Wow. Das ist jetzt aber eine Leistung. Ich würde sagen, das können wir abhaken in Akte, das war nix. Oh, vielen Dank an Cyberblitzbirne. Mit 10 Gifted Subs und das Renle für 5 Gifted Subs. Jetzt kommen die ganzen Informatiker, jetzt kommen die Programmierer. Jetzt ist 11:30. Jetzt wird nochmal schön ein Liter Kaffee aufgestellt. Und jetzt geht's in den Cyberspace. So gefällt mir das. Cool. Freut mich, dass jetzt endlich so die Hardcore-Informatiker kommen. Um ihrer SIP-Klasse-Informatik-Klasse zu zeigen, dass selbst Leute wie ich keine Chance haben. Guck mal, ihr könnt das schon besser als der. Ah, die Mucke ist einfach. Die Mucke ist einfach geil. Follow the White Rabbit, sage ich immer. Follow the White Rabbit. Okay. Wie machen wir das jetzt hier? Wie geht das jetzt weiter? Ist denn grundsätzlich sowas der richtige Ansatz, da nochmal so einen zweiten Hammel aufzumachen oder nicht? Und dann einfach zu sagen, hier, gib mir alles, was du hast. Der Grip gibt gerade nur ab, wenn... Nee, das funktioniert, glaube ich, nicht. Ganz schön schwierig. Aber ne, nur, dass ihr es wisst, ne, es macht keinen Spaß, wenn ihr mir die Lösung sagt einfach. Ne? Das ist schon... Also ist halt die Frage, ist das jetzt ein Spiel, wo man den Chat lesen kann oder nicht? Wenn im Chat einfach die Lösung steht, ist halt langweilig. Ne, das ist ja... Ich meine, ich kann auch ein Informatikbuch aufschlagen und die Lösung nachgucken. So, das ist halt... Klar, das kriege ich schon auch hin. Ich meine, nicht, dass ich ein Informatikbuch besitze, sowas, aber das kann man wahrscheinlich auch rausfinden. Von daher
Verstehen die meisten, glaube ich. Ich meine, du willst ja auch, wenn du Informatik studierst, willst du ja auch nicht, dass dir irgendjemand ständig die Antworten sagt, so. Du willst ja einfach so, nee, ich will das schon selber rausbringen. Okay. Wir schauen uns das ja mal an. Gib nur grün raus, wenn es unterschiedliche Signale sind. Bitte. Bitte, 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 bitte. Und zwar machen wir das, indem wir sagen, unterschiedliche Signale. Unterschiedliche Signale. Ich bin immer noch bei OR, aber wie geht's dann weiter? Unterschiedliche Signale. Der gibt nur weiter, wenn beide gleich sind. Das heißt, wir könnten auch sowas anfangen. Ja, also OR oder NOT AND ist ja so ein bisschen die Umkehrung. Dass man sagt, der schießt immer, außer es geht beides. Aber wenn man jetzt sagt, es geht beides. Ich bin viel am Raten einfach gerade, ne? Weil ich überlege mir, wie sowas überhaupt aussehen kann. So ein Schaltkreis. Ich habe da halt gar keine Ahnung, wie sowas aussieht. Also ob kann man dann sowas machen? Irgendwie sowas Verrücktes oder so? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist die Antwort simpel, wenn man halt vor Augen hat, wie sowas aussehen könnte. Aber ich habe ja keinen Plan, wie das überhaupt funktioniert. Dass man sagt, wenn beide ballern, dann bitte nicht. Und wenn nichts ballert, bitte nicht. Ballert bitte nicht. Ich glaube nicht, dass ich da heute noch drauf komme. Wir haben jetzt leider auch schon dieses Zeitproblem wieder. Wenn beide ballern. Das Problem ist nur, wenn beide ballern. Haben wir hier einen, der ballert, einen, der nicht ballert. Und dann müssen wir jetzt sagen, das Problem ist halt, wenn man hier noch was Zweites einbaut, dann verfälscht es das ganze ursprüngliche Konglomerat halt auch immer mit. So, ich kann ja jetzt hier schon irgendwie was bauen, was sagt, na, jetzt soll er gerade nicht ballern. Warte mal. Grün, grün. Grün. Schwierig, ey. Schwierig. Schwierig. Ich überlege nur mal grundsätzlich, wie überhaupt Schaltkreise aussehen könnten. Also wir haben sowas. Und dann haben wir aber zum Beispiel, dass irgendwie, ja, sowas irgendwie, dass der dann noch so dazukommt. Sowas wäre möglich. Oder sowas, das an beiden nochmal rumgepfuscht wird. Dass wir nochmal sowas haben. Dann nochmal sowas haben. Sowas ist auch möglich.
Oder... Was ist noch möglich, Mann? Gib nur grün raus. Grün. Gib nur grün raus, wenn du unterschiedlichen Input hast. Wenn du unterschiedlichen Input hast. Wie macht man das am besten? Schau noch mal alles an, was wir haben. Wir haben NOR. Das sagt, nur Signal weiter, wenn du gar nichts bekommst. Wir haben NOT AND. Das sagt, gib immer ein Signal weiter, es sei denn, du bekommst zwei Signale. Wir haben OR. Das sagt, gib immer ein Signal weiter, es sei denn, du bekommst gar nichts. Dann haben wir AND, das sagt, gib nur ein Signal weiter, wenn du beides bekommst. Und dann haben wir noch, drehe das Signal um. Wie kombinieren wir das jetzt zu? Gib nur ein Signal weiter, wenn du unterschiedliche Signale bekommst. Ich meine, wir haben ja mehrere, sowohl NOR als auch OR, die ja in Tick 2 und 3 schon das machen, was wir wollen. Schwierig sind dann nur die Fälle, in denen beide ballern. Also bei OR. Vielleicht können wir ja OR und NOR kombinieren irgendwie. Bei OR ist es so, da ballern dummerweise beide, ballert es weiter, wenn beide ballern. Und bei NOR ist genau das andere Problem. Da ballern dummerweise, wenn nichts kommt. So, jetzt haben wir beide. Wir haben, wie kann man jetzt die kombinieren? Dass einmal die Eigenschaft von OR, dass es nicht ballert, wenn nichts kommt. Andererseits aber auch die Eigenschaft von NOR, dass es nicht ballert, wenn beide kommen. Wie kann man NOR und OR verbinden? Man könnte NOR-OR oder OR-NOR machen. Wie könnte das funktionieren? Man könnte das so einfach hintereinander klemmen? Nee, das ist natürlich überhaupt, funktioniert natürlich überhaupt nicht. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Was ist denn, wenn wir die einfach so mal so parallel schalten? Warte mal, funktioniert das jetzt so, wie ich mir vorstelle? Nee. Aha. Okay. Das ist jetzt auf jeden Fall ein Schaltkreis, der schon mal uns wenig weiterbringt, oder? Der gibt nämlich unterschiedlich, wenn es unterschiedlich ist. Der gibt immer unterschiedlich aus, egal was es ist. Ist auch mal nett, oder? Ist auch nett. Es ist ja nett.
Es ist doch nett. Vielleicht müssen wir jetzt einfach gucken, was wir noch haben. Angenommen, wir nehmen jetzt mal so zwei von den ganzen anderen Nösen. Von Nor und Anne, die mag ich ja gar nicht. Ich bin ja eher so der... Aha! Die sind immer gleich. Die haben immer den gleichen Output. Nee, ist nicht richtig. Oh Mann, ey. Allein das zu verstehen ist so schwer. Unterschiedlicher Input. Gleich. Ja, Ant feuert bei beiden. Es ist halt an einem gewissen Punkt auch einfach Rumprobiererei, oder? Ich habe halt wirklich gar keinen Lösungsansatz. Das verstehe ich nicht ganz, was passiert. Ich außerhalb... Jetzt bin ich wieder dabei, meinen Input einfach zu imitieren. Puh. Warum hat es nicht geklappt, wenn du Nor und Or hast? Warum ist es jetzt unterschiedlich? Ja. Jetzt machen wir mal sowas. Einfach mal aus Spaß. Einfach mal just for fun. Aha, das sieht doch brauchbar aus. Das sieht doch brauchbar aus. Wenn eins an ist, laufen beide. Wenn beide an sind, laufen beide. Und wenn alles aus ist... Nee. Shit, das ist auch wieder nutzlos, oder? Allein, dass das hier gar keinen Unterschied macht, ist eine Katastrophe. Schwierig. Nur einer läuft. Nur der oben läuft. Es ist einfach für mich in meinem kleinen Kopf unmöglich zu verstehen. Allein was das hier gerade ist, was ich hier gebaut habe. Also vorhersagen zu können, was da passiert, keine Chance. Weil irgend sowas wird es ja sein, eine Kombination aus zwei von diesen Begriffen. Also, wenn beide gleich sind, läuft immer einer. Sie unterschiedlich sind. Also Nor feuert. Ach Mann, ich raff's nicht. Ich komm. Es ist so schwierig, wenn man für so ein Rätsel nicht den Ansatz
eines Weges vor sich hat. Es fehlt nicht mal an der Zugkraft. Es fehlt am Anpacken. Wo packt man an? Okay. Ich habe mich für Nor und Orr entschieden, weil die sich vielleicht gut ergänzen. Weil der eine, zwei Rot wird zu Grün, zwei Rot wird zu Rot und Grün wird zu Grün und Grün wird zu Rot. Das Problem ist, die verhalten sich genau entgegengesetzt, wenn nur eins läuft. Ich hab Nor nicht verstanden, glaube ich. Und wenn ich jetzt Nor ein das hier gebe, dann ist es einfach Or, oder was? Ja, naja. Schwierig. Schwierig, schwierig. Aber das Alien hat gesagt, es ist schwer. Tja, wie geht man so ein Problem jetzt am besten an? Wie macht man das jetzt? Indem man sagt, ich will... Was will ich denn haben? Ich will eine Maschine, die mir nur dann Signale weitergibt, wenn sie unterschiedlichen Input bekommt. Aber wie geht das? Wie geht das? Bei dem einen gibt es auch immer ein Signal, wenn beides an oder beides aus ist. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, ich kann nicht mehr in den Chat schicken. Ich hab das Gefühl, es ist zu viele Leute, die einfach sagen, wie es ist. Es tut mir wirklich leid. Es ist immer so ein bisschen, bei jedem Rätselspiel entscheidet sich immer so neu, wie so die Crowd ist, die so dabei ist. Ob so die, ich sag dir, wie es geht, Crowd ist oder ob die andere Crowd. Aber ist okay, ist ja in Ordnung. Ihr könnt ja gerne besprechen, was ihr wollt. Aber ihr versteht ja auch, dass es einfach langweilig ist, wenn ihr mir sagt, wie es läuft, ne? Ich muss einfach nur gucken, wie es läuft. Dann ist es halt nicht. Ist ja auch okay. Ich will euch ja auch nicht verbieten, über alles zu diskutieren, wie es ist. Ich bin drin, Leute. Ich bin drin, Leute. Ich bin in der Matrix. Aber es ist nicht ganz leicht. Ich meine, ich arbeite mein Leben lang mit Computern, aber ich habe anscheinend nie was gelernt. Ist die Musik vom Game? Nein. Alles andere. Die habe ich selber komponiert heute Nachmittag. Auf die Schnelle habe ich noch selber was zusammenkomponiert. Ich muss noch mal zu meinen Anfängen. Ich muss noch mal zu meinen Anfängen mit Orr. Ich bin noch nicht durch mit Orr. Weil Orr macht schon viel gut. Orr macht wirklich. Orr hat nur einen kleinen Charakterfehler. Nämlich, dass er ist zu gutmütig. Er lässt einfach beide durch. Wenn beide gleichzeitig kommen. Wenn man da nur was knicken könnte. Wenn man da was knicken könnte. Wie kriegt man das hin? Dass man sagt, grün... So, das ist ja jetzt der Fall. Das Problem ist, wie kann man den Fall isolieren, dass beide Grünen kommen? Weil das kann man ja mit Orr gerade nicht. Orr lässt ja so viel durch, dass man gerade nicht den Fall isolieren kann, in dem beide Inputs sind. Weil wenn man jetzt sich das anguckt, beide grüne Ausgänge ist identisch mit diesem hier zum Beispiel.
Also wenn ich jetzt hier irgendwas dazu schließe, dann verwischt das alles. Dann ist es nicht mehr konkret genug. Ich glaube, vielleicht müssen wir mit anderen Sachen arbeiten. And. Ist das Gegenteil von Not And. Gibt immer Rot, es sei denn, beide kommen. Gibt immer Rot, es sei denn, beide kommen. Hier zum Beispiel, wenn wir jetzt mal sowas uns aufbauen. Entweder grün und wenn es unterschiedlich ist, dann haben wir hier unterschiedliche. Heißt immer, wenn es unterschiedlich ist, sind die beiden an. Beide an, es läuft alles. Wenn nichts ist, nichts. Das heißt, wenn wir jetzt hier was einbauen, was nur ballert, wenn eins von beidem ist, na, warte mal. Wenn wir hier jetzt noch ein Nope einbauen. Dann müsste es doch mit zwei Ands gehen, oder? Weil immer wenn der Unterschied in Input unterschiedlich ist, laufen zwei nebeneinander. Wenn nichts ist, laufen nicht zwei nebeneinander. Wenn alles läuft, laufen auch nicht zwei nebeneinander. Das heißt, wenn ich jetzt den hier so aufdrösel und dann zwei Ends mache, haben wir unterschiedliche Signale. Dann haben wir nichts, wenn es gleich ist. Und überhaupt was, wenn es unterschiedlich ist. Damit muss man auch was machen können. Damit muss man auch was machen können. Wir haben überhaupt Signal, wenn es unterschiedlich ist und gar nichts, wenn es gleich ist. Da muss man doch was machen können. Oder? Aber haben wir jetzt nicht einfach dasselbe Problem wieder? Jetzt haben wir aber nie den Fall... Warum zieht der mich denn immer hier runter? Wir haben nie den Fall, dass beide ballern. Und das beide ballern war ja immer unser Problem mit OR. Aber diesen Fall haben wir ja jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn wir jetzt OR dazu nehmen, dann haben wir beide aus, nichts, beide an, nichts, ein an, läuft! Das ist es doch! Oder? Wir haben aus, an, aus. Das ist es. Okay. Aber was haben wir jetzt hier gemacht eigentlich? Also was ist jetzt hier passiert? Wir haben ein End. Das wir dann negiert haben, um dann das Ergebnis davon mit den jeweiligen Originalinputs nochmal mit einem AND zusammenzuführen. Also mein Ziel war es ja, den Doppelinput auszuschalten. Und das haben wir gemacht, indem wir gesagt haben,
Der Fall, den wir ausschalten wollen, den schnappen wir uns durch ein AND. Und wenn der eintritt, nämlich das beide ballern, was ja unser OR-Problem war, wenn der Fall eintritt, dann wird es so modifiziert, dass aus dem Signal ein Nicht-Signal wird, um dann dafür zu sorgen, dass das nicht mehr eintritt. Wenn man sozusagen den Fehlerfall nimmt und den umdreht und dann wieder zusammenführt, dann passt's. Okay. Zip, zap, zip, zap. Stark. Stark! Oh, eigentlich hätte ich Bock, noch eins zu machen, aber es ist jetzt schon 12. Ich glaube, das war gut als Reinkommer, oder? Komm, lass uns noch in den nächsten reingucken. Create an OR gate with 3 inputs. Okay. 3 inputs. Leute, das geht nicht. Hier trifft die moderne Computertechnik an ihre Grenzen. OR bedeutet immer ballern, außer es kommt gar nichts. OR bedeutet immer ballern, außer es kommt gar nichts. Ich mag, dass man die so verschieben kann. Das finde ich gut. Aufgabe ist immer ballern, außer es kommt gar nichts. Immer ballern, außer es kommt gar nichts. OR sagt uns, immer ballern, außer es kommt gar nichts. Okay. Warum ist das jetzt so schwer, wenn es 3 Inputs sind? Kann man nicht sowas machen? Ich hab mittlerweile gelernt, dass oft solche Spiele angelegt sind mit der einfache Weg führt dich gegen eine Wand und an der Wand wirst du schlauer. So, jetzt haben wir... Aha. Was ist jetzt? Also angenommen, man macht das jetzt mal so. Ganz auf doof. Ich weiß nicht, was da jetzt rauskommt. Läuft, läuft, läuft. Das ist es schon. Grün, 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 grün. 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 Okay. Ich glaube, das ist es schon. Stark. Okay. Create an AND gate with 3 inputs. AND bedeutet baller nie, außer du kriegst alle Inputs, die du willst. In dem Fall alle 3. Ich bin letzte Reihe Schüler. Das heißt, ich würde einfach exakt dasselbe Muster nochmal ausprobieren. Wie gerade eben. Und sagen, tu mir den Gefallen. Reicht nicht? Reicht nicht? Reicht nicht? Reicht nicht? Reicht nicht? So, okay. Ah, jetzt schalten wir uns Bestandteile frei. Bigger Endgate, ein Endgate mit 3 Teilen. Ah, ich verstehe. Und ein... Ah, das XOR haben wir auch freigeschaltet. Das gibt... When inputs are different. Ah, ich verstehe. Cool. Okay, Leute, ich glaube, das war's. Aber wir haben auf jeden Fall schon eine ganze Menge Bestandteile freigeschaltet. Sehr, sehr cool. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich kann mir gut vorstellen, und solche Spiele mag ich eigentlich, dass die richtig fucking schwer werden gegen Ende. Weil das ist lächerlich. Das sind Sachen, die kann ich nicht mehr aussprechen. Working Computer, das ist schon mal der erste Punkt. Geil, ich hab Bock.
Vielen Dank nochmal an Cyberblitzbirne für die Gifted Subs. Ich merke schon, es gibt Leute, die haben Bock drauf. Ist wahrscheinlich kein Spiel für jedermann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür ist das Knobelsegment einfach auch nicht da. So, ich habe Bock im Knobelsegment auf Spiele, die so fucking staubtrocken sind, dass es 10 Spieler da draußen gibt, die sagen, Alter, das ist das beste Spiel der Welt. Und alle sagen, warum spielt man sowas freiwillig? Dafür ist das Knobelsegment einfach da. Vielen Dank auch mal an Rooty Fun für die Gifted Subs. Danke euch. Ansonsten würde ich sagen, machen wir bei Zeiten weiter. Und können wir endlich mit dieser fucking Musik... Oh. Ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie das Hacker machen, einfach konstant über Stunden mit dieser Musik zu arbeiten. Aber er hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, das Gefühl, ich habe schon viel gelernt. Und ich bin jetzt schon erstaunt, wie viel man machen kann mit so kleinen logischen Operatoren. Wenn man die verbindet, da geht schon einiges. Und ich glaube, wir werden irgendwann allein damit ganz viel machen können. Mega cool. Und ja, ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Ihr kennt es zu dem klassischen Donnerstagsprogramm Magic, Creepcheck, WoW. Und dann schauen wir mal, wann wir Turing Complete weitermachen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und Snakebird ist damit beendet. Wir haben alles gemacht. Wir haben es beendet und ich würde sagen, ich schicke euch mal schön zu den ganzen Nachtschwärmern, die noch am Start sind. Und ich sehe schon, Valentin und Wirt spielen Gartic Phone, das ist doch was zum Rauskommen. Haut rein, habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, goodbye und haut rein. Viel Spaß bei Wirt, habt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, liebe Knobelfreunde, haut rein. Bis dann, Kopfkraft. Deaktivieren, eine Woche lang runterfahren, bis wir uns wiedersehen, wenn es weitergeht. Dann brauchen wir jedes bisschen Kopfkraft. Haut rein, schönen Abend noch, macht's gut, ciao.